Hallo, ich bin der Kevin Kuske. Ich war 20 Jahre lang Bobsportler, habe bei 5 Olympischen Spielen mitgemacht, 4 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und heute zeige ich euch mal ein Gluteus Maximus Training von mir und kombiniert mit einer Beinkraft. Hier habt ihr ein komplettes 10-Minuten-Workout, was euch komplett den Po und den Oberschenkel trainiert. Viel Spaß! So, erste Beinübung ist eine Kombinationsübung. Ihr könnt zu Hause einfach einen Besenstiel auch nehmen, wenn ihr erstmal zu Hause anfangen wollt, oder im Fitnessstudio gibt es manchmal so leichte 10 Kilo Stangen oder auch nur die Stange 20 Kilo. Fang an mit Bobfahrer Good Mornings. Ist eine Gluteusübung, geht hinten auf den Beuger, ist auch zur Vorbereitung für ein Beinkrafttraining. Wichtig ist, Rücken anspannen, leicht ins Hohlkreuz gehen, Stange unter das Knie und den Arsch nachher ein bisschen rausschieben hinten. Ihr werdet merken, Beuger zieht, den müsst ihr spüren, ist wie beim Trizeps. Schön hinten reinarbeiten, ganz langsam machen, nicht überhastet, nicht zu schnell. Schön hinten in das Gesäß reinarbeiten, rausstrecken, wieder hoch, 10 Wiederholungen, dann umsetzen, Kniebeuge. Füße parallel auseinander, Zehenspitzen zeigen nach vorne, Rücken anspannen, Bauch anspannen, unten kurz warten, wieder hochschieben. Nicht überhastet, aufpassen, dass ihr die Knie nicht nach vorne schiebt. Den Arsch schön nach hinten auf die Hacken drücken. 10 Wiederholungen. Immer dran denken, den Bauch anspannen und mit dem leichten Gewicht erstmal anfangen. 10 Wiederholungen. Unten kurz warten, außen Oberschenkel nach oben drücken. Kurze Pause. Ihr müsst euch peu à peu ransteigern. Der Muskel muss sich erstmal dran gewöhnen. Ist auch ganz viel Bauchrücken. Sollte man erstmal ruhig anfangen. Also, Hände ein bisschen breiter als Schulter, breit auseinander, parallel stehen, Bauch anspannen, Rücken anspannen, Hantelstange unter die Knie, gleiches Hohlkreuz, wieder hoch. Arsch nach hinten strecken, schön in den Beuger reinarbeiten. Man merkt auch schon den Arsch jetzt. Wird schön auseinandergezogen und kräftig wieder zusammen. Zehn Stück. Und 10. Hintern Rücken. Wieder schulterbreit. Bauch anspannen, Rücken anspannen. Arsch hinten raus. Spannung halten, wieder hoch. Die Knie nicht nach vorne schieben. Hinten raus und hoch. Hinten raus und hoch. Wie gesagt, mit Besenstiel würde ich anfangen, leichter Stange. Erstmal ein Gefühl kriegen für die Technik. Und selbst mit einer leichten Stange kriegt man den Muskel auch ermüdet. Gewicht kommt dann mit der Zeit. Das Training verbessert. So, war die erste Übung. Kombiniert in einem. So, für die Stabilität steuern wir jetzt einen Muskel an. Einfach im Fitnessstudio eine Bank nehmen. Zu Hause geht auch das Sofa. Fußspitze hinten rauf. Hände vor die Brust. 90 Grad Winkel zum Boden runtergehen. Knie zum Boden schieben. Wieder hoch. 90 Grad. Wieder hoch. Auch hier Bauch anspannen. Und man merkt, wie man schön in den Gluteus hinten reinarbeitet, in den Marsch. Und hoch. Alles kontrolliert, nicht überhastet. Schön darauf achten, dass das Knie nicht über die Fußspitze rausschiebt. Wechsel. Fußspitze hinten rauf. Fuß unter den Knie hervor. Hände zur Brust. Schön stabil runterarbeiten. Knie zum Boden schieben. Hopp. Schön den Bauch anspannen. Und hoch. Und hoch. Kurze Pause. Wie gesagt,
Sehr schöne Übung. Man kann die Beine separat ansteuern. Ist dann für die Kniebeuge nachher, für Ausfallschritte, für Umsetzen ganz wichtig, dass die Muskulatur auch alleine arbeitet und die Muskelpartien quasi vorbereitet werden auf einen weiteren Verlauf. Noch ein Durchgang. Nach vorne. Hoch. Und hoch. Knie zum Boden. Hoch. Hoch. Immer schön Bauch und Rücken anspannen. Das ist nachher ganz wichtig. Für alle weiteren Beinkraftprogramme. Wechsel. Hände nach vorne, Knie runter. Jede Seite 10 Mal. Solltet ihr merken, dass er mehr schafft, könnt ihr einfach das Gewicht ein bisschen erhöhen oder unten ein bisschen länger warten. 10 bis 3, wieder hoch. 1, 2, 3, hoch. Dritte Übung. Kurzhantel. Zu Hause könnt ihr auch eine Wasserflasche nehmen, wenn ihr noch nicht so viel im Fitnessstudio gewesen seid. Hände bleiben lang. Füße so ein bisschen breiter auseinander als Schulter. Breit, Zehenspitzensteine nach vorne. Und jetzt einfach nur 90 Grad nach unten gehen. Hantel quasi gerade nach unten führen. Rücken schön anspannen und wieder hoch. Runter, halten und wieder hoch. Nimmt man auch ganz gerne mal mit Sportlern, die Rückenprobleme haben, trotzdem Beine trainieren wollen. Die entlasten so, wie gesagt, ihre Wirbelsäule. Ja. 10 Stück. Wenn es für euch zu leicht ist, nehmt ihr 2 Wasserflaschen zu Hause oder im Fitnessstudio. Kurzhanteln, variieren. Euch würde ich empfehlen, so 2 Minuten Pause zwischendurch. Einfach bis der Muskel brennt. Wie gesagt, Gluteus und der Oberschenkelmuskel ist ein großer Muskel. Es wird viel angesprochen, also auch viel Energie dafür aufgewandt und viel angesteuert. Hilft auch bei der Fettverbrennung. So, zweiter Durchgang. Hand ist schön parallel zum Boden. Runter, halten, 90 Grad, wieder hoch. Halten, Rücken anspannen, hoch. Und hoch. Hier könnt ihr auch am Anfang ein bisschen variieren. Könnt auch hier unten mal ein bisschen länger warten als 3 Sekunden. Wieder hoch. So, letzte Übung, kombiniert mit einem Sprung. Später könnt ihr auch eine Hantelstange nehmen oder auch eine Hantel. Ich zeige es jetzt ohne. Wir gehen in die Kniebeugeauslage unten und springen ab. Wieder ordentlich stehen, in die Kniebeuge, bapp, und stehen. Runter, Bauch anspannen, abspringen, bapp. Kann man nachher variieren. Schnelle Sprünge hintereinander, länger warten. 10er Wiederholung, 3er Wiederholung, an wie ihr wollt. Am Anfang würde ich mit 3x3 durchgängen, um den Muskel nochmal schön frequent und belastungsfähig zu machen. Schulter weit auseinander, Hände nach vorne, Bauchrücken anspannen, in die Kniebeugeposition und abspringen. Sicher landen. Immer erst in die Auslage als Anfänger und noch nicht hintereinander springen. Das ist dann nachher eine Stufe weiter, wenn ihr quasi schon Körper vorbereitet habt.
und Sprung. Spannst hier den ganzen Körper an, nicht nur die Beine, aber die machen natürlich die Hauptarbeit. Und der letzte, Hände nach vorne, Bauch, Rücken anspannen, runter, warten, Absprung. Ja, das war so ein kleines 10-Minuten-Workout für die Beine. Bei uns ganz gerne genommen. Nicht nur zum kräftiger werden, sondern auch zum schneller werden. Ja, viel Spaß beim Nachmachen.